Sind wir eigentlich ziemlich gut ausgerüstet? Das Schild sorgt für gar keine Behinderung. Und die anderen Sachen halt für nur 0,2, also sehr, sehr wenig. Das heißt, eigentlich ist die Rüstungsgewöhnung von 2 vollkommen ausreichend. Hoffe ich mal. Borgrim könnte eine Dreier gebrauchen. Was aber auf jeden Fall alle gebrauchen könnten. Also die beiden auf jeden Fall, ist mehr Ausdauer. Das könnten alle gebrauchen. Wir haben jetzt eh sehr viele Erfahrungspunkte pro Person. So. Geschlossen ist das Auge des Drachen. Die dunkle Macht ist gescheitert. Das Auge des Drachen bleibt an seinem angestammten Ort unter der Obhut Dryadars, der einmal mehr sein Leben und das seines Sohnes für den Schutzes dieses seltenen Artefakts riskiert hat. Mit Hilfe eines weitgereisten Helden konnte schlimmstes Unheil abgewehrt werden. Man wird noch lange über diesen ruhmreichen Sieg über die Finsternis berichten, bei der viele gestorben sind. Darion kann endlich wieder ruhig schlafen, jetzt wo ich ihm die gute Nachricht überbringen konnte. Ja. Offen. Prolog des Adamantenherz. Ich frage mich immer noch, was das alles zu bedeuten hat. Warum alles in der Welt hat mich das Orakel ausgewählt und was hat es mit diesem Adamanten im Herz auf sich? Aber ich werde mich wohl oder übel in Geduld üben müssen, denn diese Fragen wird mir vorerst niemand beantworten können. Ja, das Geheimnis des Drachenauges. Dorion sagte mir, ich soll mit Dracorium sprechen. Er meinte, nur ein starker Zauberer könnte das Geheimnis des Drachenauges lüften. Ja, Buch der Schlange. Können wir lesen? Haben wir gelesen. Gut. Jetzt gehen wir erstmal zur Magistra hier. Du solltest genau Armatrotz haben. Sehr schön. Dann bringen wir den mal wenigstens auch. Bringen wir ihn auf 10. Deinen auch mal auf 10. So. Dann haben wir hier einen guten Armatrutz. So, Sachen verkauft haben wir. Das heißt, nächste Haltestelle ist unser. Oh, guck mal, das Schild leuchtet schön feurig. Das heißt, nächste Anlaufstelle ist erstmal unser Zuhause, dass wir den Rest abladen können. Ja, hier ist das Kontor der Nice Picks. An dem geht's vorbei erst einmal. Und ja, unser Haus macht auch mittlerweile ziemlich viel her. Wir haben hier rote Banner, grüne Banner, die ganzen Spinnenweben sind weg. Und wir können hier reingehen. So. Gut, erstmal gehen wir hier hin. Hier im Schrank haben wir Waffen gelagert. Varinas Hammer ist leider eine Zweikampfwaffe. Rondra kam. Ja. Gut. Das heißt, okay, Waffen scheinen wir gar keine. Doch, das Langschwert und das Bastardschwert können mal weg.
Natürlich. Hier haben wir alles mögliche am Bronzezeug. Oh, hier sind Waffen. Die können mal weg. Ganz ehrlich, die ganzen Bronze-Sachen können wir verkaufen. Backenhelme brauchen wir auch nicht so viele. Ja gut, dass wir ein paar Lederbeinschienen aufgehoben haben, ist eine gute Idee gewesen, weil wir haben gar keine hier. Lass das mal Vorgrim machen. So. Ach ja, das Schild kann eigentlich auch zu den Waffen. Lass das mal Vorgrim machen. Das war Vorgrims Axt. Die bleibt ruhig hier bei Vorgrim. So, und dann könnten wir ja eigentlich theoretisch alle unser Zeug mal ablegen. Ich brauche nur noch einen Slot zum Glück, weil das Schild kommt in den Questsack. Sanja. Vendala kann ihren Bogen auch erstmal ablegen. Gladys ihre Armbrust auch. Mein Atem geht ruhig. Dann haben wir hier irgendwo Munition gehabt. Ja, hier. Kriegspfeile. Kriegsbolzen. So. Steckt das jetzt oder? Nein, das steckt nicht natürlich. Warum stecken die nicht? Okay. Das bin ich. So. Erstmal den ganzen Einbeersaft, den wir so zu viel haben. Zu Benno hier. Sie ist auch noch überfüllt mit Zeug. Sanja. Pfeile hat sie noch genug. Die Sachen verstauen. Sprich, das Zielwasser kann sie behalten erstmal. Hier ist sind keine Tränke. Fingerfertigkeitselixier, Drachenblut kann zu ihr. Folgt mir. Ja. Weißt du was, die Verbände, die überschüssigen, können mal zu ihr. Ein Wort. Mutelixier brauchen wir erstmal noch nicht unbedingt. Die Sachen können auch irgendwo verstaut werden. Vor allem der große Zaubertrank ist erst viel später. Wenn überhaupt. Sowas gut. So, das kann verstaut werden. Das kann verstaut werden. Also. Da wir hier nur Verbände drin haben, würde ich sagen, solche Sachen wie Waffenbalsam, Schleifstein können da rein. Ganz ehrlich, die Elixiere können auch alle da rein. So, der große Zaubertrank. Die Ausdauertränke zu Vorgrim. Ja, das ist okay.
Was habe ich eigentlich hier noch alles? Waffenbalsam, da. Aufteilen. Alles klar. So, das sind jetzt ein paar viele. So, 23 Stück, die können auch Na erstmal klar. hier rein. Das sind die falschen. Wo sind die 23? Da. So, da haben wir genug Einbeersäfte für jeden, dass er sich besaufen kann damit. So, jetzt die Munition. Giftpfeil, Bandpfeil, Kettenbrecherpfeil. So. Gut. Ein paar Spielkarten können auch wegverkauft werden. Mein Atem geht ruhig. Jetzt muss nur noch das Schmiedezeug Sprich und frei. die anderen Materialien mal weg. Ja, Rolana beschwert sich darüber, dass Sprich, Freund. wir sie hier stehen lassen. So, okay, was kann weg? Einbeeren, Gullmon, Belmard, Raunenpulver, Zwiedestillat, Schwefel, Gullmon, Orginwurz, Wirselkraut, Vinage, Salbenfett. Giftzähne, Krötenschemel, Feuermoos, Drachenblut. So. Das heißt, es sind nur noch diese Sachen hier, die in die Werkstatt müssen. Wenn es doch bloß einen Zauber gäbe, der mir das Schicksal meines Bruders zuteil werden ließe. Ja, wir könnten jetzt Zunderschwamm hier ernten. Konnichiens. Also ja, jetzt wächst hier viel mehr mittlerweile in unserem Garten. Meint ihr? So, Vorgrim. Ach nee, halt, das hier Ja. ist die Werkstatt. Pfeilspitzenholzleim, Eibenholz, Metallteile, noch mehr Pfeilspitzen und das müsste alles gewesen sein, was sie hatte, ja. Gut. Oh, die Kriegspfeile können weg. Dafür kann sie dann noch ein Stack normale Pfeile nehmen. So, jetzt die Schmiede. Natürlich. So. Koscher Stahl. Das, das, das. Das müsste schon alles gewesen sein. Ja. Damit sind wir jetzt wieder komplett leer, bis auf das Zeug, was wir zum Verkaufen haben. Okay. Was wir als nächstes machen können, ist mal in den Keller gucken. Und uns übrigens darüber wundern, warum wir einen Karren direkt im Eingang haben. Mal gucken. War unser Wühlschrat mittlerweile fleißig? Oh, unser Wühlschrat ist weg. Unser Wühlschrat war fleißig, so wie es aussieht. Er hat eine Geheimkammer freigelegt. Aber er redet nicht mit uns. Oh, ein Geheimkeller. Ja, hier geht's nicht weiter. Wo sind wir denn? Geheimer Keller auf jeden Fall, ja. Und hier ist eine Truhe. Was ist hier drin? Wundertüte? Bonneva? Okay.
Ein Hawaii-Hemd. Ein wunderschönes Relikt von den Zyklopeninseln. Aloha. Und ein falscher Bart. Vorgrims Ex-Bart. Ich versuche mein Bestes. Na klar. Gucken wir uns die Sachen doch mal kurz an. Ja, sieht sehr modisch aus, das Hawaii-Hemd. Meint ihr? Das ist Vorgrims Bart aus Am Fluss der Zeit. Also jetzt sieht er wieder aus wie Vorgrim. Nicht so wie hier.